Wir sind echte Könner, unser Wissen ist speziell, das kann wohl jeder SAK-Handwerker über sich sagen. Der aber, den wir jetzt treffen, der sagt das nicht nur, der singt das auch. Herzlich willkommen in Köln. Wir sind echte Könner, unser Wissen ist speziell. Helfen immer gerne und meistens kommt ihr schnell. Ob Heizungstechnik, Klima, Wasser oder Gas. Selbst beim Rohrverlegen haben wir richtig Spaß. Carsten Gelwart, SAK-Betriebsinhaber und selbsternannter Songschreiber und Sänger. Echte Könner ist sein neuestes Werk, etwas zweideutig, aber aus dem SAK-Leben gegriffen. Montags morgens so kurz nach 8, das Büro ist noch nicht ganz wach. Die Schulze ruft ganz hektisch an, ob jemand schnell kommen kann. Tja, also bei diesem Lied gibt es einen Ausspruch und den habe ich bei meiner Mitarbeiterin gehört, wie ein Kunde anrief und sagte dann, können Sie mir noch jemanden schicken? Und daraufhin sagte die, ja, ich habe hier gerade einen stehen. Daraufhin ist mir was eingefallen, habe ich gesagt, das musst du denn notieren. Und dann habe ich daraus einen Text gemacht. Meistens mache ich das sonntags morgens, gehe ich runter, 5 Uhr, setze mich hin und ja, dann lasse ich dann einfach Kreativität meinen Lauf. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade denkt. Ich bin nicht sexuell gelenkt. Ihr habt es doch bestimmt gemerkt. Ich sing vom SAK-Handwerk. Und nicht nur das. Carsten Gelwart ist zudem Mitbegründer des ersten Kölner Karnevalsvereins für SAK-Handwerker. Im Corona-Lockdown hat er seine Leidenschaft für selbstgemachte Musik entdeckt. Seine Freundin Tanja Seifert hat einen kleinen Musikverlag. Damit war die Grundlage für das Vereinslied geschaffen. Dicht ist Pflicht. Von Carsten Gelwart in dieser Session zum ersten Mal vor großem Publikum im Satori in Köln gesungen. Siedenteils. Dann habe ich gedacht, gehst du mal auf die Bühne, guckst mal, wie es ist und habe gesungen. Das Mikrofon war am Zittern und wie ich gemerkt habe, wie der Saal mitgegangen ist, ja, da wurde es immer besser. Hat riesig Spaß gemacht. Und dabei war der Auftritt gar nicht geplant. Carsten Gelwart ist nur eingesprungen, weil sich ein gebuchter Künstler auf der Karnevalssitzung verspätet hatte. Ich hatte einen Schauer am Rücken gehabt, dass ich das zweite Lied nicht dabei hatte, habe ich mich tierisch drüber geärgert. Das zweite Lied finde ich jetzt im Augenblick so mega. Das andere war ja unser Motto, unser Gesellschaftslied, aber war schon klasse. Also ungeplante Feuerprobe bestanden und jetzt Musikkarriere statt SAK-Betrieb. Björn Fischer, mit dem Carsten Gelwart das zweite Lied produziert hat, glaubt, da ist Potenzial. Ich denke mal, wir haben ein gutes, professionelles, aber auch lustiges Werk geschaffen. Der Carsten ist eine Kölsche Jung, ein Jung aus dem Leben. Und das spiegelt sich auch das Publikum wieder. Er verstellt sich nicht, er ist so, wie er ist, auch auf der Bühne. Und ich glaube, dass man damit doch relativ viel Erfolg haben kann, weil das Publikum merkt, spiele ich eine Rolle oder bin ich diese Rolle? Mallorca ist ein knüppelhartes Pflaster, aber ich denke schon, dass man mit dieser Nummer auf Mallorca durchaus erfolgreich sein kann, ja. Seit dem Auftritt habe ich Spaß gefunden. Ich habe das erste Mal vor 750 Leuten live gesungen. Wie gesagt, es war klasse. Einfach ganz großartig. Falls Mallorca jetzt anrufen sollte, dann habe ich einen super Background im Büro. Die machen das ohne mich und ganz tolle Leute. Da habe ich auch Vertrauen zu und die kann ich auch alleine arbeiten lassen. Also im Betrieb darf weiterhin angerufen werden, sowohl von Mallorca als auch von den Kunden. Die freuen sich inzwischen selbst über die Warteschleife. Auch hier läuft die Musik des SAK-Lers. Laut Post ist die mega gut. Eine 81-jährige Kundin aus dem Kölschen frei übersetzt: Ich rufe da so gerne an. Die haben so schöne Musik in der Warteschleife. Also die Erfolgsmaschine ist angeschmissen. Und ganz nebenbei tut Carsten Gelwart mit seiner Musik ja auch noch Gutes für das Image der Branche, oder? Du kennst den Text? Ob das dann wirklich gut fürs Image ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich schick ihn gleich einen jungen Mann. Lassen Sie ihn bitte ran. Ja, also ich denke, Köln ist so gut wie überzeugt, wie das mit dieser Gesangskarriere weitergeht. Das schauen wir natürlich weiter an. Genauso wie den Markt in der SAK-Branche. Den gibt es morgen wieder von uns. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin.
Selbst beim Rohrverlegen haben wir richtig Spaß. Wir sind echte Könner, unser Wissen ist speziell. Kommen immer gerne und meistens auch zu schnell. Ob Heizungstechnik, Klima, Wasser oder Gas. Selbst beim Rohrverlegen.